begeistert. Jetzt kommt als nächstes, Moment, Liste, Nils Kleiper. Ihr seid. Ja. Hallo, weswegen bin ich jetzt hier oben? Ich habe mir die kurze Rede von diesen Grünen angehört und ich musste wirklich empfinden, dass es wieder in mir eine Empörung hochkam, die gesagt hat, es kann doch nicht wieder angehen, dass die Grünen, die Roten, die im Bundestag sitzen, von uns sozusagen gebeten werden, bitte bringt uns eure Empörung, damit wir Kompromisse machen können und weiter Geld verdienen können. Außerdem habe ich jetzt hier feststellen können, dass es viele verschiedene Meinungen hier vorne gibt, zu denen ich teilweise zustimme, zu denen ich teilweise nicht zustimme. Aber lasst uns nicht entzweien von der Politik, von den Medien, die uns sagen, da ist die Gruppe, die es wert ist, mit denen reden wir, mit den anderen reden wir nicht. Lasst uns das nicht unterhalb unserer Gruppe hier machen. Jeder hat seine Meinung. Man kann sie akzeptieren, man kann sie nicht akzeptieren. Lasst uns einig sein in unserer Empörung! Ja, ich möchte euch alle grüßen und ich möchte ein bisschen aus meinem Leben Erfahrungen schildern. Ich bin ein Anfangsgrüner und ich bekenne mich dazu. Und ich bekenne mich auch zu solchen Leuten wie Karl Valentin. Er hat gesagt, die Zukunft war früher auch besser. Warum war sie besser? Es gab keine Atomkraftwerke. Die Atomkraftwerke sind ein Drachen in unserem Land, der viel verschlingt. Geld. Unsere Frau Merkel hat eine Kampagne geführt als Umweltministerin, die die teuerste Kampagne in Deutschland war. Eine Polizeieinsatz, der 80 Millionen Euro gekostet hat, der viel Geld verschlungen hat. Und dort ist Gesundheit gefährdet und dort ist ein Slogan gefährdet, den die Grünen nach wie vor, und der Satz gilt bis heute, wir haben unsere Erde von unseren Kindern gepachtet. Der ist unschlagbar und ich fordere euch auf, diesen Satz ernst zu nehmen. Er ist ein zukunftsbildender Satz. Wenn wir unsere Gesundheit gefährden durch 440 Atomkraftwerke auf dieser Welt, dann gehört Mut dazu. Es gehört Mut und Demut dazu, diesen Kampf zu beginnen. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo ich am Fischerbrunnen gestanden habe und gesagt habe, die Wiederaufbereitungsanlage über meine Leiche. Ich bin vom Beruf Förster, Gärtner und ich habe 4 Jahre in Afrika unter den Ärmsten gearbeitet. Ich kann euch sagen, es gehört Arbeit, Vertrauen. Es haben Leute gesagt, unser Vertrauen ist gebrochen. Ich habe immer noch Vertrauen in die Zukunft dieser Welt. Wenn wir sie für die Kinder erhalten, wenn wir Gesundheit pflegen, ich meine, es gibt gute Meinungen. Und ich kann nur sagen, bleibt kritisch. Dieses Buch Empört euch ist von einem Mann geschrieben worden, der durch die KZs gegangen ist. Es ist nach Kommissar Maigret und der Bibel dasjenige Buch, das die meiste Auflage erhalten hat. Es ist so oft verkauft worden und es beginnt eine neue Bewegung. Die Welt ändert sich, aber es gibt gewisse kluge Sätze, die man sich einprägen sollte. Und einer davon ist, wir haben unsere Mutter Erde von unseren Kindern gepachtet. Es ist hier ein toller Stand für die Kinder. Da vorne stehen 3 Bäume. Die Natur zu erhalten ist schwerste Arbeit, kostet Demut. Und das Geld ist eine Sache, die schon Judas sozusagen an eine Situation gebracht hat, die sehr kritisch war. Das Geld ist ein Mittel. Es kommt darauf an, wie man es einsetzt. Es gibt eine GLS-Bank, die versucht, und ich möchte an die Anfangszeiten der Grünen erinnern, da haben sich die Abgeordneten das Gehalt geteilt. Sie haben einen gewissen Satz
in den Ökofonds gespendet und mit diesem Ökofonds hat man Biohöfe, da ist Rapunzel entstanden, solche Sachen. Es ist nicht, verliert nicht das Vertrauen, glaubt an die Zukunft und prägt euch gute Sätze ein. Gute Sätze, und die guten Sätze sind in unseren Kindern. Ich bin Förster und habe 4 Kinder mit in die Welt gesetzt. Ich weiß, was das für eine Arbeit ist. Und ich wurde oft herausgeschmissen. Es gehört Demut dazu und die kann man lernen. Und die gewisse Bescheidenheit, die ein Herr Ackermann nicht hat und die ein Hartz-IVler hat, und da kann ich aus Erfahrung sprechen, der muss jede 5 Mark dem Sozialamt melden, wenn er sie findet. Und da damit zurechtzukommen, ist schwer genug. Aber diese Leute fahren Fahrrad, es gibt einen guten Witz. Ein Vampir wird von einer Polizei aufgehalten, sagt der Alkoholprobe, was hast du getrunken? 2 Radler. Also, ihr müsst euch mit Fantasie und mit Mut und Demut für eine Zukunft und verliert nicht das Vertrauen. Das Vertrauen ist in unseren Kindern. Ich danke euch.